Oder sind wir nur angekommen wegen einer Sonderattraktion zum Reisen? Danke. Das war mal das Grundrecht von mir, mit einem weiteren Fragen, die hier im Raum stehen. Das wird mir gerne mal alles erklärt haben. Jetzt kommt da so ein Wasserwerfer oder was? So ein, ja? Da kommt jetzt einer von vor den Grünen angefahren. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist das so. Wohnfahrzeug, glaube ich. Da hinten der nächste Grüne fährt auch los. Ja. Ihr solltet euch schämen! Das sind Zelte! Kein Atomschutzbunker! Los, Stumpf und beschämt euch! Was macht die da hier, die Einge? Wird da hoffentlich noch Luft kriegen. Ja, was die da. Aber nicht alle, passt ein bisschen auf, da sind welche. Da sind auch einige Kritiker. Ja, ja. Sollte man jetzt am besten nicht zum Abschluss lassen. Jetzt mal kurz ein paar Worte an die Bürger, die hinter der Polizei stehen. Ich möchte mal, dass sich vielleicht einige von zu Wort melden und vielleicht mal sagen, ob sie uns als Gefahr sind oder nicht. Es wäre mal schön, von allgemeinen Bürgertum zu hören, ob sie uns als Gefahr erkennen oder nicht. Dann ist sie schon wieder weg. Warum hat sie sich denn wieder
entfolisiert. Entwickelt. Sie hat sich entwickelt. Hättest du mir sowas vor 30 Jahren mal gesagt, dass ich bei sowas dabei bin, ich dachte, du spinnst. Aber die Entwicklung in den letzten Jahren ist einfach so widerlich. Wir sind raus, weil man uns die Zukunft braucht. Oh, da haben sie schon die Dinger in der Hand, hast du gesehen? Die Zangen. Ja, hab ich gesehen, ja. Ja, und dann hat der hat auch einer eine Axt dabei, um das Problem zu lösen. Ja. Vor allen Dingen das Problem derer, die davor sitzen. Glaube ich, jetzt kommt auch schon Krankenwagen, den bereitstellen müssen sie eigentlich auch hier haben. Können doch nicht ohne Krankenwagen hier sowas durchziehen. Wir haben einige, was Polizisten mit Sanitäterabzeichen gesehen. Ja? Aber die machen das auch geschickt, die jetzt das Theater machen. Die haben alles andere vorher nicht mitgekriegt. Das heißt, hätte es jetzt ein paar von den da Leuten jetzt umgestimmt, dann sind quasi die nächsten Truppen da. Aber wenn jetzt hier welche sind, die haben ja recht oder sowas. Die haben ja die ganze Zeit nichts mitgekriegt. Die machen jetzt hier... Ja. Der mit dem Hund hinter mir? Ja. Da ist er jetzt verbunden. Der war doch drinnen, ne? Der war, glaube ich, sogar drinnen. Nee, der war gar nicht drin. Ja, meine ich. Der war nicht drin. Der war nicht drin? Nee, er wollte rein. Ach ja. Okay, jetzt machen wir klar.
Das habe ich jetzt aber nicht verstanden mit den beiden. Mit den beiden hier, mit ihm und der Frau und dem Blumending. Inzwischen sind auch Rettungskräfte da, um die zusammengebrochene Person zu versorgen. Eigentlich hätte sowas ja von Beginn an dabei sein müssen und nicht erst nachträglich angefordert werden. Offensichtlich auch noch absolute Dilettanten am Werk. Zeitlich versprechen, das sind mindestens 5 Minuten, 6, 7 Minuten wahrscheinlich gewesen. Und wenn ich schon gesehen habe und gehört habe, wie lange der hier rumgefahren ist, der muss ja hier einmal wahrscheinlich ganz um die Ding rum. Ja, aber irgendwie können sie mich auf Dauer nicht übersehen hier. Also spätestens wenn sie da drin sind, werde ich ein bisschen im Weg sein, glaube ich. Rollstuhlfahrer. Das ist ja ein Nest hier. Aber der fährt wenigstens noch. Man muss dann einfach sportlich sehen. Na? Nee, noch kein Rollstuhlkommando. Ja,
Könnt ihr für mich mal lächeln? Das sieht besser aus. Danke. So ist schon gut. Wenn wir das Ganze jetzt auflösen wollen, kommen Sie freiwillig mit, stehen Sie einfach auf. Wollen Sie, Sie haben einen Webservice in diesem Bereich. Würden Sie mit da vorne hinnehmen, stehen Sie freiwillig auf oder sollen Sie tragen? Also das verstehe ich jetzt mal als einfach, dass Sie nicht freiwillig aufstehen wollen, ja? Können Sie das nochmal erklären? Die ganzen anderen Kollegen von Ihnen, die sitzen jetzt schon da hinten. Geht in diesem Bereich, der soll frei gemacht werden, können gerne da hinten weiter sitzen. Das ist ein Platzverweis, der gilt für diesen Bereich. Was Sie denn da hinten machen, ist uns erstmal egal. Ich möchte mal die Dame in der Camouflage, wo Sie haben, da hinten auch mal Versammlung. Okay. Alles klar, dann werden wir Sie jetzt da hinten fragen, ja? Sind Sie ein Stück zu uns? Ich bin der Fahntäter. Tut er nicht. Der blinkt hier nur. So, komm. Ein Durchfahrer unseres Vereins startet auf dem Gelände. Auch Sie werden aufgefordert, die Kugel zu verlassen. Versuchen Sie das, ich weiß ja nicht. Der hat. Sie setzen sich selbst und keine zu einer Gefahr aus. Der wird von der Elektro haben. Diese Kugel zu verlassen. Machen Sie mal die Arme auf den Rücken. Nehmen Sie bitte die Arme zurück, ja? Einfach auf die Füße und auf die Hand, ja? Fährt nicht mehr. Die Beine auch. Winke, winke! Warum fährt der nicht mehr? Ich weiß auch nicht. Der blinkt hier nur noch doof rum. So, dann gehen wir zurück und sammeln uns. In der Reihe, vorne der Reihe. Eine Durchsage an unsere Vertreter der Presse. Bitte leisten Sie dafür Sorge, dass die Durchgänge frei bleiben. Thank you.
Ulm, ey. Ja, hier sind ja auch WDR-Vertreter, Sat1-Vertreter etc. Aber die werden ja wieder nichts Vernünftiges aus dem Ding machen, obwohl sie ja genug Material haben. Haben die stundenlang haben die Material hier gefilmt und werden dann so einen 3-Minuten-Bericht mit den harmlosesten Szenen bringen. Hier haben wir gerade den WDR-Mann oder einen davon. So, hier haben wir einen ganz wichtigen Mann, ein Zwei-Handschellen-Kommissar, natürlich einmal Handschellen. Ich habe ja erst gedacht, die wollen alle in die Kirche, weil die sich da so versammeln, aber das habe ich mich dann leicht vertan. Wollten doch hier eher zum Occupy gehen. Thank you.
ein bisschen die Aufnahme stören hier. Wird Ihnen schon geholfen? Nö. Ihr Rollstuhl ist kaputt, oder? Ja, der fährt nicht. Ist die Batterie leer, oder woran liegt das? Nee, blinken tut er. Also Strom scheint er zu haben. Der war ja aufgeladen, als ich kam. Ja, gibt es da auch einen technischen Dienst, den wir Sie anrufen können? Duisburg. Haben Sie da eine Nummer? Haben Sie einen Notdienst, oder was machen Sie denn sonst? Noch. Ich komme aus Gelsenkirchen. In Düsseldorf weiß ich das nicht. In Gelsenkirchen habe ich das Rote Kreuz angerufen. Die haben da so einen Behindertentransport oder die Feuerwehr. Ja. Hier weiß ich nicht. Also hier würde ich jetzt eigentlich in Duisburg anrufen. Die Firma. Die Geräte dann auch aus? Nee, die kannten sie auch nicht auf. Die haben mir Feuerwehr, einen Rettungswagen geschickt. Der lief dann zwar komischerweise wieder nach ein paar Minuten und dann ein paar Meter. Aber warum, wussten wir auch nicht. Okay. Aber ich kann mal gucken, ob ich von Duisburg die Nummer habe. Das weiß ich nämlich gar nicht. Könnte sein, dass ich... niemanden rausschicken, oder? Wir haben die in Duisburg auch so einen mobilen Service, der noch rauskommt. Ja, natürlich. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich die Nummer habe. Muss ich gucken. Bützingslöwen heißen die. Guten Tag. Ich nur hier. Da steht da ja mehr im Weg als... Ach, da könnte eine Nummer irgendwo draufstehen. Ach, ja, ich bin da bescheuert. Ja. Steht da nicht irgendwo eine Nummer? Ja, 101998. Nein, eine Telefonnummer meine ich. Nicht die Nummer vom Gerät. Von der Firma. Telefonnummer lese ich ja nicht, nein. Das ist aber kacke. Das ist nur eine Reha-Mittelnummer. Da ist keine Telefonnummer von der Firma drauf. Ich habe noch keine gefunden. Gucken Sie mal auf der Seite. Da ist auch noch was. Ich diktiere ihn. Ja. 0203. Ja. 93. Ja. 692. Ja. Und dann die 0. Okay. Das ist so ein schöner Tag. Mach da Hitze frei. Lass alles fallen. Aber nicht alle. Ja, Schreiber, hallo. Kaputten Rollstuhl, wo melde ich den? Ja, sind ja nicht so traurig. Für mich, ja klar. Außerdem darf ich ja jetzt nicht fahren, ich bin ja jetzt am Telefonieren. Beides darf ich ja nicht. Ja, Schreiber, hallo. Kaputten Rollstuhl, wo melde ich den? Einen kaputten Elektrorollstuhl. Wo melde ich den? Bernd Schreiber. Pass auf, dann rufen Sie mich bitte. Genau, aber ich bin in Düsseldorf zurzeit. Und es wär schön, wenn Sie mich zurückrufen, weil ich weiß nicht, wie lange mein Guthaben hier reicht. Ja, genau. Danke, tschüss. Kümmert sich. Bin aber falsch gewesen, sagt sie. Weiß nicht, wo sie mit der Erzeichen verbinden. Aber jetzt kümmert man sich. Jetzt will man sich kümmern, jetzt wird der Richtige zurückrufen. Hervorragend. Vielleicht funktioniert auch gleich wieder von alleine. Ich meine, das war letztes Mal ein anderer. Es war nicht dieser hier, aber... Ja. Aber der dürfte nicht blinken beim Angehen. Das dürfte nicht sein. Ich kenne mich damit leider nicht aus. Die Feststellbremse hatte nicht oder so, dass sie deaktiviert ist.
Ja, die ist ja automatisch aktiviert, wenn er nicht fährt. Achso, und sobald man den Hebel benutzt, kann man automatisch... Nee, sobald... Ja, genau. Sobald, also erstmal muss der angehen und dann geht der Hebel und dann geht die Bremse los. Das ist so eine elektromagnetische. Ja. Aber wenn er blinkt, dann brauche ich gar nicht erst dazu machen. Er dürfte also hier schon mal gar nicht blinken. Okay. Und die Bremse würde jetzt erst losgehen, wenn ich den Hebel bewege. Ja, okay. Und dann kommt der Motor. Haben Sie eine Anleitung davon zufällig dabei? Nein. Nein? Ich habe mal nachgeguckt. Ja, würden Sie, wenn Sie mit dem Rollstuhl rumfahren, immer die Anleitung da mitschleppen? Weiß ist ja nicht logisch. Die Frage ist, wie dick die ist. Ich weiß noch nicht mal, ob ich von dem einen habe, weil wir mussten den schon einmal auswechseln. Ich hatte vorher ein anderes Modell. Naja, dann warten wir also mal auf den Rückruf. Ja. Hast mir ja schon wieder keinen Kaffee mitgebracht. Dich ist irgendwie kein Verlass. Wenn du wiederkommst, bringst du mir einen Kaffee mit.